Hallo und willkommen zu Pineview Drive. Wrackteile in der letzten Folge, die möchte ich euch jetzt zeigen. Und das tun wir jetzt auch direkt. Die Batterie hat sich irgendwie nicht mit aufgeladen, wahrscheinlich weil ich in diesem Modus, Pause-Modus war. Das ist doof. Aber ist ja nicht schlimm, meine Güte. Wir kommen auch so zurecht, wir brauchen kein Licht, seht ihr? Wir haben halt immer noch das Gewitter. Ich glaube, das sollte reichen. Wir versuchen jetzt nochmal wirklich alles da abzusuchen. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich habe gerade Schokolade gegessen. Nicht, dass das wieder so eine Folge wird wie bei Outlast. Das wäre irgendwie peinlich. Ein bisschen. Schauen wir mal. Ach ja, springen können wir ja nicht. Ich wollte gerade springen. Laufen, laufen, laufen. Hier ist das hier nicht so ein angespültes Wrackteil vielleicht schon. Das ist doch ein Boot. Ein Rettungsboot. Oh, nee, ernsthaft jetzt. Na komm. Komm, Schlüssel. Ach ja. Da ist ja ein Schlüssel drin gewesen in dem Bötchen. Aber ganz schön hohe Wellen. Meine Güte. Ihr habt's auch nicht gesehen. Gibt's zu. Gebt es zu. So, jetzt geht's wieder ins Eingemachte. Finde den Schlüssel. Hier nicht, da auch nicht. Hier? Nein, da auch nicht. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, wegen, dass die uns hier nicht gleich wieder schocken. Nein. Das wäre, nicht so gut. Ich glaube, 2 bis 3 Schocker können wir noch. Aber irgendwann wird es dann auch kritisch. Fürchte ich. Aber wir haben ja noch ein paar Zimmer. Sag ich doch. Oh, ein Badezimmer. Ih, die Toilette ist total beschissen. Ich muss da rein, ne? Ah, klar. Weichhölzer. Ah, sehr schön. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Ja, da hat er recht. Tag 17. Yay! Was passiert heute? Wie viele Schlüssel finden wir? Komm, wir zählen jetzt mit. Wie viele Schlüssel wir finden an einem Tag? So, jetzt heißt es erstmal wieder beeilen. Es ist ja noch hell. Oh, schnell, schnell, schnell. Es ist schon wieder draußen am Regnen. Dauerregen, ey. Wie im Regenwald. Hahaha. Nicht lustig. Wo? Ach ja, genau. Hier. Da nicht die Tür, sondern die Tür. Wo bestimmt jetzt ein Schlüssel noch liegt. Nein. 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 Aber Batterien. In einer dreckigen Toilette. Vielleicht muss ich mir die Hand absägen oder so. Hier ist nichts. Yay, das heißt wieder ein bisschen im Kreis laufen. Okay, hier war. Wir machen das jetzt hier ganz professionell. Wir haken jetzt Zimmer für Zimmer ab. So. Genau, und wir fangen hier an, weil es da ja nach da geht. Und wir haben da ja alles gerade abgesucht. Nee. Achso. Genau. Das ist bestimmt der nächste Schlüssel, den wir finden. Oder das Blumenzimmer.
Hier war auch nichts. Und hier war auch nichts. Aber hier sind nochmal Streichhölzer. Warum nicht? Können wir ja ruhig mitnehmen. Hier ist die Küche. Wir haben noch keinen Hinweis bekommen. Bin mal gespannt. Ja, genau. Hier geht's ja da lang. Na? Super. Vielleicht da. Aber wir haben hier unten doch auch noch irgendwelche Zimmer. Ich kann mich dran erinnern. War das hier oder in der anderen Etage? Dass da Zimmer waren, die wir noch nicht offen haben. Da bin ich mir eigentlich sicher. Doch nicht? Doch, da war doch irgendwas. Irgendwas hatten wir auf jeden Fall noch nicht auf. Das weiß ich. Das auch nicht. Aber es bringt uns ja auch nichts, ne? Selbst wenn wir jetzt den Raum finden, bringt uns das ja in der Hinsicht nichts, weil wir keine Schlüssel haben. Deswegen ist das auch Quatsch. Wir warten einfach mal auf den nächsten Hinweis, würde ich sagen. Hinweis, Spiel. Gib mir einen Hinweis. Denn ich weiß nicht, wo lang ich muss. Gib mir einen Hinweis. Meine Taschenlampe ist gleich leer. Hm. Okay. Ja nicht mehr. Ich will gucken, wo die Tür ist, die wir noch nicht offen haben. Jetzt habe ich, kriege ich hier schon Angstzustände. Auf jeden Fall war da die Tür. Das ist schon mal sehr schön. Tür gefunden. Unten direkt die erste Tür. Sehr gut. Tür auf. Vielleicht sehen wir ja da was. Was, der Mond? Sieht so aus, oder? Könnte der Mond sein. Aber diese Viecher... Viecher fliegen hier auch nicht mehr rum. Seltsam. Einen Hinweis kriegen wir auch nicht mehr. Wir kriegen auch keinen Schocker mehr. Aber jetzt gerade echt seltsam. Oh. Was soll ich dazu sagen, ne? Ganze nicht zu sagen. Ich gehe jetzt schon bestimmt das, was weiß ich, wie viel wir mal in diese Küche rein. Keine Ahnung, wieso. Irgendwie zieht es mich immer wieder dahin zurück. Ja, hier auch nichts. Speisekammer. Vielleicht kommt irgendwas bestimmt. Katze oder so. Denke ich mal. Weiß ich nicht. Hallo. Ist einer zu Hause? Ich höre Geräusche. Nein. Keiner da heute. Aber wirklich so gar nichts. Das wundert mich gerade. Das ist ja... Weiß nicht. Seltsam. Ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, ist ja kein Strom da. Der
Clown ist weg. Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Der Clown! Nein! Der Clown, der ist im Kinderzimmer. Oh nein. Oh. Kommen wir jetzt nochmal da hoch. Ich glaube hier. War das hier? Nein. Dann nicht hier. Ich mag den Clown nicht. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr Licht richtig. Oh Mann. Oh. Oh. Der Exorzist ist in der Haus. Okay. Aber da ist ein Schlüssel. Schlüssel. Wieder lieb, der Teddybär schläft. Der Hase schaut irgendwie sinnlos durch die Gegend. Alles gut, aber wir haben einen Schlüssel. Ja gut. Wir haben einen Schlüssel. Das ist schön. Boah, jetzt siehst du aber wirklich gar nichts mehr. Muss ja erstmal gucken. Vor allen Dingen, wenn du gar nichts mehr siehst. Weißt du ja auch nicht, wo lang. Das ist dann nicht so schön. Das Zimmer ist offen. Das auch. Das ist die Küche. Ich renne nicht schon wieder in die Küche. Das ist das, der Speise, das Speisekammer. Genau, das ist das Bilderzimmer. Wir sind so ein bisschen jetzt hier. Da gehe ich einmal im Kreis, ne? Ne, doch nicht. Da gibt es nämlich keinen Schlüssel für. Gut. Wir hier einmal runter. Der auch nicht. Dann gehen wir wieder ganz hoch. So. Noch ein Stockwerk höher. Nein, passt nicht. Passt nicht. Die Tür hatten wir schon mal auf. Passt nicht. Ja, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass der Schlüssel hier irgendwo reinpasst. Ah. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Ich war gerade etwas abgelenkt. Ah, stimmt. Nein, hätte er sein können. Nee. Blumenzimmer, genau. Wir gehen mal ein Stockwerk höher. Tiefer. Ein Stockwerk tiefer. Aber nicht da lang, sondern da rein. In die Gammelküche. Oh, lecker, lecker. Warum kann ich den Kühlschrank aufmachen? Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts, war nichts drinne. Aber... Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Ich habe nachgesehen. Nach draußen war alles ruhig. Okay. Die ist bestimmt auferstanden. Tag 18. Und ich mache einen Break. Ja, Tag 18 erreicht. Und schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich... bin immer noch begeistert, nur halt, ja, das ist schon manchmal anstrengend, die Schlüssel zu finden. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!